Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergiebotschaft. Schön, dass du heute Morgen deinen Weg hierher gefunden hast. Ich freue mich sehr. Heute sage ich es mal vorweg. Wer keine Lust hat, den Vorspann zu hören, kann schon mal eine Minute vorspulen. Ich wollte mich gern bedanken für all die netten Likes und Kommentare der letzten Tage. Vielen lieben Dank an alle Menschen, die meinen Kanal jetzt als Mitglieder unterstützen. Ich freue mich sehr. Und ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich bin ganz überwältigt. Also herzlichen Dank. Alle anderen natürlich auch. Vielen Dank für all die Likes und Spenden und Kommentare. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon gesagt habe. Ich bin einfach total geflasht. Ich komme fast gar nicht mehr hinterher, alles zu lesen oder zu beantworten. Also falls du keine Antwort erhältst, sei nicht traurig. Ich habe leider noch ganz viele andere Sachen um die Ohren. Aber ich sehe alles und ich freue mich über jeden Kommentar. Dankeschön. Persönliche Kartenlegung gibt es jetzt auch wieder. Ich bin aus dem Urlaub zurück. Wer mag, kann auch auf meine Homepage gucken. Und jetzt fangen wir einfach mal an, würde ich sagen. Es ist wie immer eine Kollektivlegung, eine allgemeine Legung. Schau, ob du mit ihr in Resonanz gehen kannst. Wenn nicht, dann ist es auch nicht schlimm. Dann ist das heute einfach mal nicht deine Legung, sondern für jemand anderen bestimmt. Und wenn du mit ihr in Resonanz gehst, dann freue ich mich, dass ich dir behilflich sein konnte. So, jetzt reicht's aber. Hier. Eine Vision. Das schließt ja quasi direkt an die letzten Tage an. Und eine Partnerschaft. Oh, wie interessant. Ich weiß nicht, ob du die gestrige Tagesenergiebotschaft gesehen hast. Es geht tatsächlich darum, neue Visionen zu schaffen von dem, was du gerne möchtest und auch in Partnerschaften. Ich werde ja höchstwahrscheinlich heute Nachmittag nochmal eine Liebeslegung machen, eine Er- und Du-Legung. Dann schauen wir da nochmal ganz genau rein. Aber jetzt gucken wir mal, was hier für uns alle im Kollektiv angesagt ist. Die Visionskarte sagt: Sei aufmerksam. Es gibt Zeichen, Symbole und Botschaften, die von göttlicher Hand in unseren Weg gelegt werden, um uns die richtige Richtung zu weisen. Also, während du auf deiner Sinnsuche bist, auf deiner Visionssuche, während du herausfindest, was du wirklich im Leben möchtest und wohin du willst, kannst du dich dafür öffnen, dass all das Gute, was dir widerfahren soll, in dein Leben kommt. Man nennt es auch Synchronizitäten. Es sind sinnvolle Fügungen, die auf deinem Lebensweg vorgesehen sind. Und ich weiß, manchmal fühlt es sich nicht so an und es ist schwierig, im Glauben zu bleiben. Und mir geht es zurzeit auch nicht anders. Diese Botschaft berührt mich gerade auch sehr tief. Es geht darum, dass du dich wirklich öffnest dafür, dass du es verdient hast, dass du das Leben führst, was zu dir passt, was für dich richtig ist. Und das kannst letztendlich nur du selbst entscheiden. Du, dein Seelenplan und diese göttlichen Fügungen. Wenn du davon ausgehst, dass immer das Beste in dein Leben strömen mag, was für dich einfach angenehm ist, und es mag nicht immer das sein, was du dir vielleicht gerade vorstellst. Also wenn du auf einen speziellen Wunschpartner schaust und dieser Wunschpartner wäre für dich gefährlich zum Beispiel. Vielleicht weißt du etwas über diesen Menschen nicht und in 2 Jahren könntest du in dieser Beziehung vielleicht verstorben sein. Es klingt vielleicht ein bisschen drastisch, aber es kann so sein. So, und das Universum beschützt dich vielleicht manchmal in den Momenten, wo du etwas nicht bekommst, was du dir so sehr wünschst. Das gilt vielleicht für Arbeitsstellen, Wohnsituationen oder auch Wunschpartner. Die Karte der Partnerschaft sagt: Gott spricht durch andere Menschen zu uns. Wir sind Botschafter der Inspiration und Gnade für andere. Also genauso wie ich es hier gerade tue. Ich spreche in meinem Zimmer zu meinem Smartphone, aber ich erreiche dich. Und wer weiß, wer dich heute erreichen möchte, welche göttliche Botschaft hier durchkommt. Diese Partnerschaft ist vielleicht auch dafür da, dir genau die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt zukommen zu lassen. Es geht darum, zu hören, wenn die Glocken läuten. Also es geht darum, es wirklich mitzubekommen, wenn eine Botschaft von außen kommt. Sei offen dafür, dass du immer und überall Botschaften empfangen kannst. Und da schelte ich mich gerade selber, das hört ihr natürlich nicht, aber ich selbst höre fast ausschließlich Musik, wenn ich unterwegs bin draußen, weil ich nicht so gerne mit Menschen spreche, so in Einkaufssituationen und so. Bimmelim, vielleicht sollte ich das mal sein lassen. Die 9-Kelche-Karte sagt nämlich, dass du
ruhigen Gemütes sein kannst und dich darauf konzentrierst, ganz bei dir zu bleiben. Das hier ist eine Gefühlsangelegenheit, die wirklich, wirklich sinnvoll orchestriert ist, könnte man sagen. Es geht darum, mit dem vollsten Gefühl deine Vision zu halten. Moment, wir versuchen das mal hier ein bisschen zu schieben. So, ich hoffe, du siehst das so noch gut. Ja. Aus dem vollen Gefühl heraus etwas zu manifestieren, ist der richtige Weg. Und dafür muss man sich Zeit nehmen. Das Rad des Schicksals verändert sich in dem Moment, wo du bereit bist, diese göttliche Führung wirklich anzunehmen. Also, wenn du dir die Karte hier anschaust, dann hast du hier überall diese Engelsbotschafter. Überall wird aufgezeichnet und mitgeschrieben. Es wird Botschaft verkündet und aufgenommen. Und diese Veränderungen, die hier mit dem Rad des Schicksals reinkommen, die sind von oben göttlich geführt in deinem Falle. Wenn du bereit bist, dich darauf einzulassen, wenn du dich selbst auf die richtige Schwingung einschwingen kannst und hier auch voller Leidenschaft vorangehst. Mit dem Ritter der Stäbe hast du die Möglichkeit, dein vollstes, leidenschaftliches Potenzial in diese Veränderung zu legen oder auch in diese Partnerschaft. Wenn wir jetzt nur diese beiden Karten hätten, die Partnerschaft und den Ritter der Stäbe, könnte man hier als Warnhinweis vielleicht noch auf einen Menschen hinweisen, der gerne mit seinem Stab in der Gegend herumwedelt, aber ansonsten nicht so zuverlässig ist. Pass also auf, dass du bei deiner Zukunftsvisionierung, während du träumst und dir ausmalst und durchfühlst, dass du dich da nicht auf kurzfristige Energien beschränkst. Das ist das, was ich am Anfang sagte. Vielleicht schaust du auf einen ganz bestimmten Menschen, der dir jetzt schnell diesen Kick geben könnte. Aber dieser Kick bringt dich nicht dahin, wo du hinkommen möchtest oder wolltest oder wie du es in deinem Seelenplan vielleicht auch verankert hast. Also schau auch auf dich selbst, dass du nicht im Sprint gut bist und dann auf der Langstrecke du voll ausbrennst. So, haushalte da auch mit deinen Energien. Ne? Nimm dir auch die Zeit, Menschen wirklich kennenzulernen. Glaub nicht das Erste, was du von ihnen hörst, sondern nimm dir wirklich die Zeit. Und schon wieder, nimm dir die Zeit abzuwägen. Was möchtest du? Was willst du in deinem Inneren wirklich? Kannst du es dir eingestehen? Oder hast du auch Angst davor, es dir selbst einzugestehen, was du möchtest? Da fängt es nämlich manchmal schon an. Ich habe neulich eine Notiz gelesen, die hieß: Die Menschen verbringen manchmal mehr Zeit damit, ein Urlaubswochenende zu planen, als den Rest ihres Lebens. Und ich finde, da schwingt sehr viel Wahrheit mit. Viele Menschen hängen ihr Herz und ihre Energie an einzelne andere Menschen. Und ich weiß, dass auch ich den ein oder anderen Zuschauer darunter habe, der sich öfter oder viel zu häufig, meiner Meinung nach, nur mit anderen Menschen beschäftigt. Und daher freut es mich hier an dieser Stelle wirklich auch darauf hinzuweisen, dass es nicht Tag ein, Tag aus darum geht, was wohl dein Gegenüber von dir denkt, was wohl dein Herzensmensch macht, was er wohl heute zum Frühstück gegessen hat. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du weißt, was du fühlst, dass du weißt, was du denkst den ganzen Tag und dass du weißt, dass du dich gut um deinen Körper kümmert und was du heute zum Frühstück isst. So, es geht darum, dass du lernst, deine Bedürfnisse an erste Stelle zu stellen und daraus deine vollste Vision zu schöpfen, daraus Kraft zu nehmen und herauszufinden, was du wirklich willst. Und manchmal sind es radikale Schritte, die wir gehen müssen, und das ist wirklich nicht einfach. Ja, genau, wäge da gut ab, ne? Also passt da auch in der Partnersuche gut auf. So, wir nehmen noch eine Tarotkarte. Heute machen wir hier, schöpfen wir mal aus dem Vollen. Es sind natürlich zwei. Die Transformation findet statt in der Zukunftsvisionsfindung. Es wiederholt sich eigentlich nur noch mal. Schau, dass du wirklich diese Veränderung begrüßt, indem du
weißt, was du kannst, was du möchtest und was du hast mit den drei Stäben. Schau nicht mehr nach hinten, sondern schau wirklich nach vorne und übernimm die Verantwortung für das, was du fühlen möchtest. Übernimm hier die Verantwortung dafür, am Ball bleiben zu können. Ne? Schau, dass dieses Rad des Schicksals am Rollen bleibt, indem du die Energien nutzt, die sich dir bieten, vielleicht auch diese Synchronizitäten, die immer mal wieder schnell mit dem Ritter der Stäbe in dein Leben kommen. Hier kommt eine Information, da kommt eine Information. Manchmal befinden wir uns in einer Art synchronistischen Stromes, wie auch immer. Wir sind auf jeden Fall in diesem Strom von Synchronizitäten und dann passieren halt diese wunderbaren Fügungen. Dann musst du etwas wissen und triffst diesen Menschen irgendwo. Du hast die Eingebung, jetzt nochmal schnell zur Tankstelle zu gehen und dann triffst du dort wieder jemanden. Das muss nicht dein super Herzensmensch sein, sondern dieser Mensch kann dir eine Information bieten oder einen Hinweis, eine Erinnerung, eine Energie, die dich weiterbringt in dieser Situation. Und umso mehr du dich für diese ganzen Veränderungen und auch Eingebungen von außen, je mehr du dich öffnest, desto mehr transformierst du hier auch deine eigene Identität. Du findest vielleicht heraus, wie du selber wirklich bist und kannst auch daran arbeiten, dich selbst so zu verändern oder regulieren, dass die Menschen, die wirklich zu dir passen, dann auch in dein Feld kommen können. So, große Worte, viele Worte und ja, wie immer, ich bin nicht vorne an, das alles richtig zu machen, wie ich es gerade sage. Ich bin hier der Übermittler der Botschaft und für mich steckt hier gerade auch einiges an Lernpotenzial drin. Ich fasse mir also gerade voll an die eigene Nase, auch wenn ihr das nicht sehen könnt. Und jetzt nehmen wir hier noch eine Karte aus Dein Herz kennt den Weg und schauen mal, was wir hier für eine abschließende Botschaft für diese ja, wunderschöne und interessante Tagesenergiebotschaft reinbekommen für diesen wunderbaren Mittwoch. Es gibt nur eine Zeit zum Loslassen. Jetzt. Es gibt nur eine Zeit, um die Liebe in dir erblühen zu lassen. Jetzt. Was geschehen ist, kannst du nicht mehr ändern. Schau hier nicht mehr nach hinten, sondern geh nach vorne. Auf das, was kommt, hast du wenig Einfluss. Du kannst dir die Vision schmieden, aber der Einfluss ist nicht allumfassend. Deswegen würdest du bei mir auch niemals irgendwelche Liebeszauber oder so einen Schwachsinn erhalten können, weil das total übergriffig ist, zum einen energetisch und zum anderen ist es einfach nicht der Weg, wie man mit den universellen Energien arbeiten sollte. Also auf das, was kommt, hast du wenig Einfluss. Du hast aber darauf Einfluss, was du machst. Worauf wartest du? Du kannst hier entscheiden, was du jetzt mit deinem Leben machen möchtest. Und dann kannst du daran arbeiten, die Fähigkeiten zu entwickeln, die du brauchst, um das Leben zu führen, das du führen möchtest. Und dann kannst du auch noch offen sein, die Botschaften von außen zu hören, die andere Menschen an dich herantragen. So, das soll es für heute gewesen sein, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen ganz zauberhaften Tag. Und ja, schauen wir mal, was wir hier aus dieser Botschaft alles noch rausziehen können. Ich glaube, ich werde mir sie auch nochmal anhören. Und ich freue mich über jeden, der jetzt halt dabei ist als Mitglied oder auch Lust hat, mal auf meiner Homepage vorbeizuschauen. Dort findest du ein paar Achtsamkeitstipps und ein paar Blogartikel. Ich bin gerade dabei, alles umzustrukturieren. Also nicht wundern, falls es ein bisschen unordentlich ist. Es ist hausgemacht. Hausgemacht im Hausfrauen-Business. Genau. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und dann, wenn ihr mögt, sehen wir uns vielleicht nachher nochmal wieder. Ansonsten morgen früh zur Tagesenergiebotschaft wie gewohnt. Bis dann. Tschüss.